herzlich willkommen zu Tolle Sachen, der einzigen Werbesendung im Kika mit ihrem technischen Sachverständigen Briegel, dem Busch, und ihrer reizenden Gastgeberin Chili, dem Schaf. Und hier ist ihre zauberhafte Moderatorin. Hier ist Chili, das Schaf. Hallo und herzlich willkommen zu... Moment, Chili, ist dir irgendwas passiert? Komm hoch, schnell! Sanitäter, hallo! Ich wollte eigentlich nur einen von meinen Stunts vom Springturm machen und da rief plötzlich das ganze tolle Sachenteam, kein Stunt, das Schaf soll kein Stunt machen und dann... Was? Das tolle Sachenteam? Sie haben deinen Stunt sabotiert, Chili? Moment mal, das ist ja eine Verschwörung! Sekunde! So. Na, wartet. Jetzt gehe ich der Sache auf den Grund. Tja, aber Briegel, das Team wollte doch nur sagen, dass ich vergessen hatte, meinen Helm aufzusetzen. Weiß hab's. Na gut. Naja, ich würde sagen, dann moderiere ich jetzt mal die Sendung an, weiter an. Also, Briegel, was haben wir denn heute zu verkaufen? Ach, naja, nichts für ungut. Na, wir sind ja alles Freunde, stimmt's? Ja, denn und das, deswegen haben wir also ein Gesellschaftsspiel, das ganz besonders viel Spaß macht, sogar mordsviel Spaß. Es ist ein Mikado-Spiel. Oh, ein Mikado-Spiel. Yippie! Und schon ist das Schaf geheilt. Briegel, lass uns sofort anfangen, ja? Tja, Moment, irgendwie vermisse ich noch jemanden. Wollen Sie mich getoastet, halbiert, gewürfelt, geröstet? Oder lieber gleich in Scheiben. Aha, mit Wurst belegt. Verstehe. Berndi, aufwachen. Du bist nicht mehr in der Bäckerei. Du bist bei Tolle Sachen. Stimmt. Mist. Tja, Bernd, unser treuer Testkandidat. Genau du hast uns noch gefehlt. Wie aufmerksam, dass du gekommen bist, bevor wir dich mit der Lostrommel gezogen haben. Also ich finde, Bernd, die darf zur Belohnung mit dem Mikado-Spiel anfangen. Was, Briegel? Wie wär's? Ich gehe zur Belohnung. Also nicht doch, Bernd. Also Chili hat eigentlich ganz recht. Du solltest anfangen und ein Stäbchen ziehen, bitte. In Ordnung. Ich singe es. Meine Arme sind zu kurz. Seht nur, meine Arme sind zu kurz. Ich hab zu kurze Arme, hab zu kurze Arme. Meine Arme sind zu kurz. Seht nur. Also ich würde vorschlagen, damit wir endlich mal anfangen, ziehe ich erstmal für dich. Ja. Okay? Achtung! Bitte. Und. Upsala, ich bin so gut. Und. Ypsala, die Nummer 2. Und ich bin so gut. Und. Ypsala, ja. Jetzt hat es gewackelt. Ich bin dran. Hey, was heißt hier gewackelt? Ich habe überhaupt nicht gewackelt. Ganz im Gegenteil. Ich bin nochmal dran. Du wagst es, die Entscheidung meiner wissenschaftlich geprüften Augen zu untergraben? Chili, das ist nicht mehr schafsmäßig, das ist schon bockig. Ach du Klugbusch, du. Du Dummschaf. Also ich finde es unmöglich, ich habe nicht die jetzt erst eingeschaltet haben. Hast du gewackelt. Ich habe zufällig sehr gedacht. Chili, ja? Meine Arme sind zu kurz. Seht nur, meine Arme sind zu kurz. Hab zu kurze Arme, hab zu kurze Arme. Du hast gewackelt. Stimmt nicht. Das ist albern. Natürlich habe ich. Also, pass auf. Chili, wir müssen uns nicht streiten. Ich habe da nämlich schon eine sehr lustige Idee. Moment. Tätere Hier ist die Lösung. Das stressfreie Mikado-Spiel Super Mikado XL Plus mit Sprachchip und eingebauter Wackelsensorik. Ein falscher Griff und das Stäbchen leuchtet und spricht. Nie wieder Streitigkeiten. Chili, komm, wir machen gleich ein Spiel. Absolut astronomisch, Briegel. Und natürlich Chili-scharf. Du hast gewackelt. Der nächste, bitte. Juhu, juhu, es funktioniert. Sehr gut. Und jetzt bin ich dran. Und... Du hast gewackelt. Der nächste, bitte. Wisst ihr was? Das ist nicht nur friedenstiftend, sondern auch eine fantastische Lernhilfe. Was meinst du, Briegel?
So, jetzt müsste doch sogar unser Bernd die Spaß dabei haben, ne? Ja, stimmt, stimmt, Bernd. Das Spiel ermöglicht ein Höchstmaß an Selbstkontrolle. Jetzt musst du es einfach mal probieren. Sie werden es nie verstehen. Na gut, beweisen wir es ihnen. Mich gestochen. Du hast gewackelt. Du bist ein sehr schlechter Spieler. Wir hassen dich. Mist. Mist. Riegel, tu was! Die wollen Bernd ja in die Kruste. Ich lauf schnell und zieh meinen Schutzanzug an. Natürlich. Bernd, hallo, die Mikado-Stäbchen, die haben sich selbstständig gemacht, Bernd. Du solltest jetzt weglaufen. Sie haben es auf dich abgesehen, Bernd. Du musst dich natürlich ein bisschen mehr beeilen. Sie kommt dir immer näher. Bernd! Hasta la vista. Die Rettung naht, Bernte. Bernte? Bernd? Priegel? Sollte mich jemand sprechen wollen, verschiebt es.